sind wir wieder. Herzlich willkommen hier in Rade, Kreis Rendsburg in Schleswig-Holstein. Wir wollen ja. Oh, Moment. Ach, Mann. Der ist natürlich schon mal hinter, ne? Ganz ehrlich. Ja. Wir haben ja gemäht gestern. Und. Okay. Wir haben auch Schwaben. Muss ich mal schauen. Liegen wir auch nochmal los? Stimmt hier gerade nicht. Ach hier. Hä? Was ist das denn? Normal auf der Taste. Verstehen Sie ganz gut. Radio aus. Oder was? Die anderen. Oh Junge. Mach doch mal. Jetzt. Du aber. Ja, hattet ihr auch so eine schöne, angenehme Nacht? Boah, es war grauselig und gruselig war das. Ich sag euch das, das war so warm. Aber das habe ich ja gestern am späten Abend schon erzählt, nicht? Das war echt widerlich. Widerlich. Ja, nun wollen wir da hier mal schnell zusammenschwaden. Denn wir müssen noch auf dem Acker. Da wartet noch Arbeit hinterm Haus auf uns. Da müssen wir noch übers geflügte Land rüber mit der Kreiselecke. Damit wir da dann, wie gesagt, den Grünroggen ansehen können. Ich hasse Bäume. Ich hasse Bäume am Feldrand, ganz ehrlich. Ich glaube, die muss ich doch mal alle wecken hier, ey. Das nützt alles nichts. Ja, passen wir da durch. Boah. Nee. Passen wir nicht. Ah, oh, ich hasse es. Ganz ehrlich. Was soll denn der Shit? Weil er morgen schon so anfängt, ne? Und heute ist nicht mehr Montag, heute ist Donnerstag. Schlimm ist das, schlimm. Mann, Mann. Sorry Leute, aber ich bin echt noch richtig müde. Ich habe gefühlt, wenn es hochkommt, ich weiß nicht, 3 Stunden geschlafen oder was. Aber ich glaube, das waren teilweise eher weniger. Es war auch irgendwie mehr Düsen als wie schlafen, aber was soll's. Nützt ja alles nichts. Oh, der Traum hat mit einer Country-Mobby hier, das ist ja schlimm. Eigentlich wollte ich ja hier am Haus Gras ansehen. Und bleibt ein bisschen was liegen, aber dann nehmen wir mit dem Ladewagen weg. Aber wie schon erwähnt, dann mache ich dann Grünroggen auf.
Was ist denn das? Ich kann über die Leitung oder irgendwas, ne? Irgendwas? Ich glaube, ich habe irgendwie ein paar Mods drauf, die. Weiß ich nicht. Ich glaube, die stören sich so ein bisschen gegenseitig. Das muss ich nochmal kontrollieren. Ja, das Flackern, das ist nicht normal, das war vorher nicht. Da muss ich nochmal irgendwie was Roller schmeißen. Das ist Schiede. Das nervt mich. Oh, tun wir gerade eben oder noch mit, ne? Nee, das gefällt mir nicht. Der muss nochmal an links. Das mag ich so nicht haben. Jawohl, da kann ich auch so mit dem Ladewagen mitnehmen. Das ist. Nicht ganz so tragisch. Wir müssen mal hier rüber fahren. Das wäre natürlich ganz gut, wenn man hier jetzt auch noch Einzelarmaushebung hätte, aber das haben wir nicht. Zweimal Vorgewende machen sollen, wäre glaube ich besser gewesen. So, wir werden hier auf der Seite bleiben. Was, ne? Ja, das nervt mich gerade hier, das Gewehr. Also das ist schon wieder, das sind so Dinge, die mich richtig nerven. Denn das war vorher nämlich nicht. Da muss man, wie gesagt, dann mal wieder ein paar Mods runter schmeißen. Und wenn dann auf den anderen Maps halt irgendwas fehlt, dann ist das so. Weil momentan, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe auf die anderen. Weiß ich, im Moment schockt mich das nicht mehr so an. Green River, ja so, lalala, okay, einigermaßen noch, aber ja, so die Azov-Check und die, das sind schöne Maps, das will ich gar nicht bestreiten. Und auch die Lone Oak, aber oh, momentan ist das irgendwie so, nee.
Aber das kommt, wenn man vorher schon so verwöhnt war von der Gemeinderate hier, weil wie gesagt, das ist, für mich gibt es einfach momentan absolut keine bessere Map als wie die Gemeinderate. Bleibt mir so, ja, nicht so weit rüber. Und will damit nicht sagen, dass ich die anderen drei damit ganz aufgebe, aber momentan die Tage auch schon immer wieder gesagt, ach ja, dann gehen wir wieder darauf und dann fängst du an und dann lädst du die Map, bist dann auf einmal drauf und dann fängst du irgendwie an, irgendwas zu machen und dann, ja, dann kennt ihr dieses Gefühl, dieses, Scheiße, das ist jetzt, boah, das muss ich jetzt, oh nee, und das schockt mich nicht an, das macht doch keinen Spaß, wie gesagt. Also da muss ich, sorry, muss ich ganz ehrlich sagen, tut mir für den einen oder anderen leid, aber das ist nicht, ist absolut nicht meins momentan und ja, sowas Gezwungenes dann macht dann auch keinen Spaß. Wo ich auch schon richtig, richtig Lust drauf habe, also wie gesagt, weil die kommt ja gerade sehr, sehr nah, mehr als sehr nah. Das ist die das Hügelland 2020 ist noch nicht draußen. Die ist noch privat und die wird noch getestet. Und wenn ihr euch die Map mal angucken wollt, direkt im Test, direkt im Spiel, dann müsst ihr mal zu dem guten Kanix auf Twitch vorbeigucken, weil die sind da momentan mit mehreren Leuten drauf und testen die bis zum bitteren Ende, um halt Fehler auszuschließen und den ganzen Kram. Und die macht, also man kann ehrlich sagen, die macht wirklich Spaß. Vor allen Dingen das, der Kanix, der Sven, das sind das wirklich ein lustiger Geselle. Das macht auch Spaß zuzugucken. Nicht nur wegen der Map, sondern auch das Ganze wirklich ja, macht halt Spaß, dazu zu gucken. Moment. Kurz zusammenklappen, sonst komme ich hier nicht rüber. Macht wirklich, wirklich Spaß. Und den Lotto gelernt habe ich 2017 auch schon gezockt ohne. Hallo. Runter anschmeißen. Die war im 17er schon gut und ja, diesmal muss ich sagen, ist die wirklich noch einen Zacken besser. Aber zeugt euch selbst, wie gesagt. Guckt bei Kanix mal vorbei auf Twitch und guckt euch das selbst an. Die Map ist wirklich mega. Aber nicht nur die Map, wie gesagt, auch der Streamer, der Kanix, der Sven. Absolut sympathischer Typ. Und macht wirklich Spaß, dazu zu gucken. Ne? Und ja, Sven, falls du es sehen solltest, schöne Grüße auch von mir aus hier an dich. Ne? Ich guck die Tage auf jeden Fall immer wieder bei dir rein da. Oh, ich hasse Bäume am Feldrand. Nur das so mit bis zum Ende. Ich hoffe doch. Ich
Ich hoffe doch. Ja, dann muss ich, wie gesagt, mal gucken, einige Mods mal deaktivieren und dann immer wieder ins Spiel und gucken, ob das immer noch flaggert. Weil das ist mir gestern Nacht schon aufgefallen, aber da war ich mir nicht sicher, ob das meine Augen sind oder meine Müdigkeit, aber anscheinend ja nicht. Und dann immer wieder Mods deaktivieren und gucken, ob es dann weg ist. Weil das habe ich ja auf der Rade vorher absolut nicht gehabt. Definitiv auf gar keinen Fall. Also das kann ich soweit auf jeden Fall sagen, dass das vorher nicht war. Defi, was? Defi? Nicht definitiv, sondern definitiv. Alter, definitiv nein. Meine Fresse nochmal. Boah, das nervt mich jetzt aber gerade echt richtig. Das geht mal gar nicht. Ja, wenn wir dann gleich hier fertig sind, in so einem Schwader, wie gesagt, geht er ratzfatz, 14 Meter Arbeitsbreite. Das ist mal ganz easy, locker und flockig von der Hand. Werden wir das auch nicht gleich wegfahren, dann lassen wir das noch ein bisschen Augenblick liegen. So einen halben bis dreiviertel Tag, damit das Schwad von oben noch so ein bisschen anheuen kann, ein bisschen antrocknen. Weil zu grün zusammenfahren mit dem Ladewagen, das ist nicht gut. Aber überhaupt das komplett so grün zusammenfahren, ist normalerweise auch nicht wirklich schön. Viele machen das, aber ja, sollte man im Normalfall nicht machen. Sollte man definitiv auf jeden Fall in das Schwadlicht dann noch liegen lassen, von oben ein bisschen anheuen lassen. Und dann zusammenfahren. Oh ja, ich glaube, nach der Nacht brauche ich heute wirklich mehr als meine zwei, drei Becher Kaffee, also definitiv, ey. Es war aber auch so grauselig und gruselig warm hier, ey. Das heißt, war es ist ja nicht. Es ist zwar recht ein bisschen weit abgekühlt, aber so viel kühler ist das auch nicht. So. Das heißt, wir sind mit dem Schwarz noch schon fertig. Bringen wir das gute Stück mal nach Hause. Und dann hauen wir uns dann gleich in den nächsten Schlepper. Wie gesagt, hinterm Hof arbeitet auch noch, hinterm Hof wartet auch noch Arbeit auf uns. Da steht nämlich auch schon der MF mit der Kreiselenge. Acht Meter Kreiselenge. Der MF ist ein 8740, 405 PS. Halleluja, wo kommst denn du mit einmal her? Ich habe euch ja gar nicht gesehen. Wenn nicht mal anhalten, du Affe. Und dann auch noch hier rumschleichen. Magga. Geh mal gar nicht. So, du
dreht dem Auto mal den Kopf da. Nicht mehr so Tag Zeit. Kollege. Ja, ich blinke auch immer in der Kurve. So. Wo kommt wirklich die Lunke? Da war sie. Mal abstellen. So, zack. So. Ja, und schon geht's weiter. Ja, hier, den da, den werden wir auch noch austauschen. Ich habe mittlerweile einen besseren gefunden. Tosche, ich wollte sagen, wo steht unser Schlepper denn? Ich wollte gerade sagen, hä? Ja, hier steht das Schmuckstück. Und ja, der ist nicht rot. Also ich finde ihn in diesem Glasgrau weitaus schöner und hübscher als wie immer in diesem Rotton. So. So, Freunde, jetzt wird es ein bisschen lauter. Jo, abgesenkt ist sie. Wunderbar. Ups, sorry. Aber man kann mir noch einigermaßen verstehen. Ach, da hört man das aber, ne? Wenn man ein bisschen arbeiten muss hier. Aber auch der MF hat einen schönen Sound beim Arbeiten, ne? Man hört das. Hört sich nicht verkehrt an. Wo ich sagen muss, dass er manchmal doch so ein bisschen rüberschmiert, was ich nicht verstehen kann. Weil wir, wie gesagt, die, ich weiß nicht, er gebraucht 350 PS. Und wir sind 55 PS drüber. Dann verstehe ich das manchmal nicht so ganz. Gewicht ist doch, ja, Gewicht habe ich angehoben.
Warte mal, wir können das mal eben mal irgendwas ausprobieren. Stellen den mal eben dahin. Dann hängen wir mal eben schon die davor. Mal gucken, ob bei dem genauso ist. Wie gesagt, der hat auch noch weitaus mehr PS. Gucken wir mal eben. Ich kann mir das normalerweise eigentlich nicht vorstellen. Ja, das dürfte normal eigentlich nicht passieren, dass der. Knapp daneben drauf vorbei. So, mal gucken, ob das bei dem auch ist. Vorne gelassen haben wir sie. Täuscht mich das, oder? Ja, bei dem ist es aber ja minimal. Da fällt das nicht ganz so doll auf. Damit wir was nachgucken. Warte mal, da muss ich mal irgendwas nachgucken. Hey du Schnarchnase, Tikila, musst du schnarchen, Mäuschen? Moment mal eben. Wo war denn? Schon dran vorbei, ne? Jetzt muss ich doch gerade mal was nachgucken. 450. So, wo haben wir sie? Ne, das ist ja die 6 Meter. Die will ich gar nicht. 350. Aber wir sind drüber, deswegen. Gut, beim MF kann ich es vielleicht verstehen. Aber nicht beim Johnny hier. Wo wir auch beim, wie gesagt, beim MF ja 55 PS drüber sind. Deswegen verstehe ich das nicht ganz so. Aber na gut, wenn dem so ist, dann ist das halt so, ne? Spiel verstehe ich auch nicht. Aber das hat er vorher auch nicht gemacht und auch bei dem anderen nicht. Also da muss ich mal gucken. Da sind irgendwelche Mods drauf, die sich nicht vertragen. Da muss ich mal ein paar Mods dran schmeißen. Und dann mal kontrollieren, welche das sind. Ist zwar nervig, immer wieder deaktivieren, rein ins Spiel gucken und hin und her und hin und her, aber das ist ja alles nichts. So. Wir werden trotzdem den F wieder davor hängen.
Aber mir gefällt der Sound von dem John Deere einfach nicht. So, absolut nicht. Weil die hören sich nach wie vor immer noch an wie Brüllmücken und so hören die sich definitiv nicht an. Und da ist das schon ein ganz anderer Schnack. Ja, aber schmiert tatsächlich drüber, das ist. Weiß ich nicht, das ist ein bisschen unbegreiflich. Vor allem, wie schon erwähnt, weil wir 55 PS über der Leistung sind. Naja. Steuern wir ein bisschen gegen, das macht auch nichts. So. Ja, die waren schon wieder runter und dann war es das auch schon wieder für diese Folge. Sind nämlich auch schon wieder über der Zeit. So, das war's wieder einmal hier von der Gemeinderade, hier von mir und recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann und wie immer, ciao, ciao.